Dieser Spieltag ist der Geisterspieltag. Keine Zuschauer in den Stadien. Sky macht die Konferenz im Free TV, damit wir daheim mit Chips und Bier die Spiele anschauen können. Und wascht euch die Hände. Dortmund gegen Schalke unter anderem. Genau, Revierderby vor leeren Kulissen und eine Menge andere Spiele, wie immer, hoffentlich finden sie auch statt. Also, naja, in diesen Tagen gibt es ja Wichtigeres als Fußball, aber wir versuchen es trotzdem so zu nailen wie letzte Woche, als wir 3 von 4 Unentschieden in unserer 2-4er-System-Unentschieden-Wette richtig hatten und damit sauber abgesahnt haben. Die Abrechnung machen wir dann beim nächsten Mal, wann immer wir mal wieder dazu kommen, aber es war eine gute Sache. War ein guter Spieltag nach ein paar Wochen Flaute in der Bundesliga. Auch Augsburg hat uns ja nicht im Stich gelassen. Aber jetzt haben wir hier das erste Spiel Düsseldorf gegen Paderborn. Lass uns vielleicht hier einmal ganz kurz auf die letzten Spiele dieser beiden Teams gehen. Ich meine, vom Verhalten her ist immer die Frage, Geisterspiel, wie reagieren die beiden Teams? In der Hinrunde hat Düsseldorf gewonnen, jetzt die letzten Spiele, 1-1 in Mainz gegen die Hertha. 2-0 Paderborn. Verlesen. Auf jeden Fall hat aber Düsseldorf eine 3-0-Führung gegen Hertha verspielt, davor aber gegen Freiburg gewonnen und Paderborn hat Spiele, bei denen sie eigentlich mal punkten hätten sollen, gegen Hertha, gegen Mainz und gegen Köln abgegeben. Es spricht also von der Formkurve sehr viel für die Fortuna. Mhm. Definitiv, aber in so einem Spiel nur eine Zweierquote auf eine der beiden Not gegen Elend-Teams, wobei Düsseldorf schon klar aufstrebende Form zeigt. Unter Uwe Rösler haben sie, glaube ich, in jedem der Spiele zumindest ein Tor geschossen. Sollte man darauf gehen, vielleicht besser als hier einen Sieger zu ermitteln, denn wenn du mich fragst, wieder ein Unentschieden, ansonsten wäre es hier eher vielleicht interessant, auf Tore zu gehen, wobei das auch vor leeren Rängen auch nicht unbedingt so viel Spaß macht. Also wir haben es ja gesehen, Paris-Dortmund war wieder ein anderes Spiel. Nur 2 Tore in so einem Spiel, wo wir eigentlich von mehr ausgegangen sind. Und auch hier auf so viele Tore zu setzen, wenn wirklich zwei Abstiegskandidaten hier aufeinandertreffen, halte ich jetzt auch irgendwie ein bisschen für zu riskant, deswegen gibt es vielleicht bessere Wetten und hier in diesem Spiel eine No-Bet. Finde ich genau richtig. Köln gegen Mainz, die Kölner, wer hätte ihnen das zugetraut, dass die dann mal Quoten bekommen, wo sie der Favorit sind, eine 1,88 gegen Mainz, gegen Schalke waren sie schon der Quotenfavorit, jetzt haben sie im Nachholspiel nicht ganz unerwartet in Mönchengladbach verloren, haben aber echt gut Vorsprung auf den 16. Platz, auf dem 17. sowieso noch viel mehr. Also es sieht gut aus für Köln und da fehlen jetzt nur noch wenig Punkte, wenn man davon ausgeht, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Gegen Mainz sind sie Favorit. Mainz kommt aber immer eigentlich ins Laufen, wenn sie gegen diese Teams aus der zweiten, dritten Reihe spielen. Jetzt haben sie daheim gegen Düsseldorf unentschieden gespielt, gegen Paderborn aber gewonnen. Allerdings auch gegen Schalke gepunktet und bei der Hertha gewonnen. Also hier glaube ich, dass jetzt ein bisschen der Höhenflug von Markus Gisdol stoppen wird und ich sehe Value auf Mainz. Ja, das Nämliche habe ich auch schon gesagt in der englischen Show von SBR Nation, großes Sportwettennetzwerk in den USA. Und dort bin ich als Bundesliga-Experte jeden Mittwoch live zu sehen, unter anderem mit anderen Leuten. Und meine Wette war unter anderem hier an diesem Spieltag auf Mainz Double Chance. Aber wie ich schon öfter gesagt habe, man sollte nie auf Double Chance setzen, sondern lieber das Asian Handicap plus 0,5 wählen, weil da die Quoten um einige Prozentpunkte besser sind, in der Regel. Und wir kriegen hier bei Mainz Double Chance eine Quote von 2,11. Das ist, wie du schon gesagt hast, aus den besagten Gründen auch value-haltig. Und deswegen hier unsere erste Wette, Mainz oder unentschieden, dann ist die Wette gewonnen. Wir verstehen uns ja. Spannend wird's Dortmund, die wissen jetzt schon, wie ein Geisterspiel funktioniert. Was sehen wir denn da? Ja. Im Derby. Also die Quotenverteilung krass auf Dortmund finde ich nicht ganz so korrekt, vor allem mit der Doppelbelastung.
Siehst du da eine Möglichkeit, Schalke was zuzutrauen, obwohl deren Form ja echt schlecht ist? Ja, das Problem ist, Schalke wartet schon ewige Zeiten auf einen Sieg, aber das könnte auch wiederum ein positiver Aspekt sein, denn wenn sie so oft verloren haben, dann müssen sie ja jetzt irgendwann mal wieder was reißen, zumindest vielleicht ein Unentschieden reißen. Und Dortmund, hast du gesagt, die sind ja jetzt schon erfahren, was Geisterspiele betrifft, allerdings haben die damit keine positiven Erfahrungen. Also heißt das nicht unbedingt, dass es gut ist, wenn sie im Westfalenstadion, im Derby, ohne Zuschauer gegen eine Mannschaft spielen, die wirklich jetzt mal wieder was reißen muss, und dann ist diese Schalker-Quote vielleicht durchaus attraktiv. Habt ihr das gesehen? Radek hat sich ins Gesicht gefasst. Das ist der zweite Tipp des heutigen Videos. Viel Hände waschen, nicht in die Fresse fassen. Ja, wenn es juckt, was soll ich da machen? Ja, nicht. Nimm dir ein Utensil, einen Kugelschreiber und ramm dir den ins Auge, ist egal. Mhm. Alles besser als ins Gesicht fassen. Mhm. Alles klar, merci für den Tipp. Und hast du auch einen Tipp hier für dieses Spiel? Nee, weil die Quoten nicht gut genug sind. Also man könnte jetzt Schalke stark reden und Derby dazu, aber sie haben auch keine Fans. Also ich glaube, dass es eine ganz eklige Nummer ist, sich auch so ein bisschen Rage zu reden. Und bitte nicht vergessen, auch wenn ich überzeugt von der Anwette bin, muss man bei jedem Spiel sehen, da sind Menschen auf dem Platz. Es gibt jetzt auch schon den einen oder anderen Bundesligisten mit Corona-Fällen. Und wenn die Leute sowas mehr im Gedankengut haben, ich darf jetzt, keine Ahnung, Mats Hummels nicht decken, weil der ist ja ansteckend, da muss man ein bisschen aufpassen. In der NBA gibt es ja auch schon Aussetzer und die ersten Spieler, die positiv getestet sind. Ja, aber ist Mats Hummels davon betroffen oder warum erwähnst du jetzt ausgerechnet den? Wenn der betroffen wäre, dürfte der nicht Fußball spielen. Ich weiß, aber wenn er vielleicht ein bisschen Erkältung hat oder so. Und ich wollte jetzt halt einfach einen deutschen Namen sagen, bevor hier Rassismus unterstellt wird. Ja. Jetzt halt den armen Mats Hummels hier diffamieren oder was. Naja, Mats halt Hummels, Birki. Sorry. Wir gehen davon aus, dass dir hoffentlich gut geht und alle, die du kennst und so weiter, natürlich bei euch da draußen genauso. Haltet die Ohren steif. Und das nächste Spiel Leipzig-Freiburg, ähnliche Quotenverteilung. Wir haben einen klaren Favorit an der Tabellenspitze und wir haben einen Verfolger mit Freiburg, der hier zu Recht auch krasse Außenseiter ist. Ich glaube, da braucht man gar nicht irgendwie großartig davon ausgehen, dass die Leipziger hier was reißen. Aber ja, siehst du da was? Man könnte jetzt mal auf die Quote schauen für Tore, aber Leipzig überragend gegen Tottenham. Jetzt kommt SC Freiburg, das ist undankbar. Sie sind ja in der Liga auch schon, klar, sie können auch Meister werden, aber glauben doch selber nicht mehr dran. Und bei den Toren geht auch nichts. Das lassen wir lieber. Mhm. Eine Wette, die ich gehört habe, ist zum Beispiel Halbzeit Fulltime Leipzig für eine 1,7 oder 1,8 oder so. Würde mich aber nicht reizen, weil das auch bei Freiburg weiß der ja nie. Also, und wird Leipzig jetzt nach dem Champions League-Rausch überhaupt in der Bundesliga weiter Vollgas geben oder sagen sie, Mai, wir wollen dieses Spiel so schnell wie möglich über die Bühne bringen und dann schauen, was passiert? Und ja. Deswegen schwierig. Hoffenheim gegen Hertha, da habe ich vielleicht eine sichere Wette. Eine sichere? Das interessiert. Sieg in der ersten Halbzeit von Hoffenheim. Also Hertha hatte so eine ganz interessante Taktik. Das macht er immer wieder. Hertha ist eigentlich einer der besten Erst-Halbzeit-Teams oder war es lange. Und du hast immer wieder diese Wette gegen Hertha erste Halbzeit. Ja, aber das war in der letzten Saison. Jetzt haben sie 3-0 gegen Düsseldorf zurückgelegen, 2-0 gegen Werder, auch wenn es zur Halbzeit 1-2 stand. Warum sollen jetzt ausgerechnet in Hoffenheim diesen Trend umkehren? Vor allem die Hoffenheimer sind eh Favorit. Wenn da die Quote wäre, könnte man sich das überlegen. Ansonsten ist halt Berlin heutzutage auch ein Team, das schon in Hoffenheim bestehen kann. Hoffenheim hat jetzt, glaube ich, nicht so die krasse Fankultur, dass die sagen, das ist jetzt, die pushen uns so, die Fans. Also von daher, ja, Hoffenheim, glaube ich, ist nicht uninteressant, aber Berlin ist auch nicht zu unterschätzen. Also da würde ich jetzt persönlich keine Tippempfehlung geben. Ja. Wenn dann diese erste Halbzeitwette, wo ich mein Veto klar einlege, weil es einfach wilde Spekulation ist und Hoffenheim auch nicht so krass gut war in letzter Zeit, Hashtag 6-0 gegen Bayern oder so ähnlich. Ja. Apropos Bayern, das ist ja mal eine Überleitung auf Union gegen Bayern. Hier habe ich was Interessantes, nämlich eigentlich könnte man ja davon ausgehen, Union
haben wir oft genug unterschätzt und die können gegen solche Teams durchaus eine Gefahr sein, wie sie auch im Hinspiel waren. Bayern hat das Hinspiel in der Allianz Arena nur mit 2-1 gewonnen, aber Unions Pluspunkt in dem Spiel, schätze ich ein, wären die Fans auch gewesen bei diesem Heimspiel. Ansonsten, Bayern hat Chelsea vor der Brust, aber das ist auch nichts, was schon überhaupt feststeht, dass das Spiel stattfindet. Zweitens sind sie so gut wie im Viertelfinale, von daher denke ich, dass Bayern hier durchaus Union eins einschenken kann. Und dann kommen wir nämlich zu den Asian Handicaps, ist die Frage, wie hoch fällt dieser Sieg aus? Und hier finde ich es extrem interessant, darauf zu gehen, auf Bayern plus, also in dem Fall Bayern minus 2. Bedeutet, wenn Bayern nur mit 2 Toren Vorsprung gewinnt, was gegen jede Mannschaft der Welt immer drin ist bei Bayern, egal wen, sage ich wirklich, dann hast du eine 2-Elfer-Quote. Und in mehr als 50% der Spiele müsste Bayern quasi diese Wette mit mehr als 2 Toren Vorsprung gewinnen. Und ergo finde ich das eine absolut attraktive Wette. Kannst du mal kurz auf die Tabelle gehen? Ja, Bayern ist, soweit ich weiß, Erster und hat jetzt 4 Siege in Folge. Es ist ja ganz interessant. Klar, jetzt haben die 4 Punkte Vorsprung auf den 2. Tabellenplatz. Aber wenn jetzt die Bundesliga sagt, wie zum Beispiel die DEL, wir brechen die Saison ab, umso wichtiger ist jetzt jeder Sieg. Und deshalb glaube ich auch, dass Bayern Vollgas geben wird bei Union Berlin. Weil nicht, dass vielleicht in ein, zwei Spieltagen die Saison abgebrochen wird, könnte ja theoretisch sein. Und dann ärgern sie sich, dass deshalb mal ein anderer Meister geworden ist. Also ich finde die Wette sehr, sehr gut für die Quote. Ich glaube, dass ein leeres Stadion Bayern sehr, sehr in die Karten spielt, weil wo sollen die Berliner die 2., 3. Luft und vor allem den Hass gegen die FC Bayern herholen, wenn da keine Fans, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Gibt es den Spruch eigentlich noch in der Bundesliga? Brüllen vor allem die Eisernen. Dann, also finde ich geile Wette, finde ich wirklich gut. Merci, merci. Und das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, dass die Bayern halt wegen der Qualität weniger Fans überhaupt brauchen zum gut spielen und gewinnen als jede andere Mannschaft. Deswegen diese Wette. Aber überzeugt uns eines Besseren, wie so oft Union, dann sind wir auch nicht beleidigt. Man rechnet ja nicht damit, dass jeder Tipp richtig ist, sondern 50% der Tipps, dann passt es in der Regel auch schon, wie jetzt hier argumentiert. Bei Frankfurt gegen Gladbach. Die Frankfurter, ja, also da würde so ein Saisonabbruch denen wahrscheinlich gerade gut tun, weil das ist gerade echt eine ganz schwere Phase, die durchzumachen haben, fußballerisch, sportlich. Denn 3 Niederlagen in Folge hat die Eintracht schon seit gewiss ein paar Jahren nicht mehr erlebt. Und jetzt treffen sie auf Gladbacher, die halt auch up and down spielen. Und wenn man hier die letzten 5 Spiele ansieht, jetzt gerade auch mit dem Sieg gegen Köln, wäre wieder ein Down möglich. Aber wer glaubt denn daran? Also hier Value eher auf der Auswärtsmannschaft in meinen Augen, weil ja auch Frankfurt von mangelnden Fans eher benachteiligt ist im Heimspiel als die Gladbacher, die sowieso eher mehr Fans gegen sich hätten. Und dann schon auch diese Geisterkulisse gegen Köln kennengelernt haben und dabei auch gewonnen haben. Deswegen hier ein Asian Handicap auf die Gastmannschaft. Da kriegt man keine besonders hohe Quote, aber Asian Handicap 0 auf Gladbach bei einer 1,7er-Quote finde ich noch einigermaßen okay. Außer du sagst, du hältst nicht so viel von Gladbach, dann könnte ich das auch akzeptieren. Ich finde Gladbach cool. Die haben jetzt aber gestern gegen Köln gespielt, spielen jetzt am Samstag, am Sonntag und dann ist ja auch schon wieder Euroleague, wenn es denn stattfindet. Ich meine, man darf auch die Frankfurter, ich würd nicht drauf wetten, weil unterschätzt mir auch die Frankfurter nicht. Die sind schon besser als der Tabellenstand und Gladbach gehört genau dahin, wo sie gerade stehen. Ich würde da nicht drauf wetten. Dieses geflügelte Wort, besser als der Tabellenstand, haben wir gefühlt schon 10-mal für den FC Augsburg in der Vorrunde verwendet. Dann haben die echt so einen Höhenflug hingelegt und wir wurden bestätigt, Augsburg bis auf Platz 10 oder so vorgerückt. Und dann war quasi der Ofen aus und jetzt ist auch Martin Schmidt weg. Und dafür ist der ewige Herrlich wieder da. Naja. Finde ich,
Die überraschendste Trainerentlassung tatsächlich seit längerem hatte ich nicht so auf dem Schirm, weil es ist auch nicht wirklich durch die Medien gegeistert davor, dass er seinen Job gefährdet gewesen wäre. Ich glaube, sie haben 9 Spiele in Folge dann nicht mehr gewonnen oder so, aber sie stehen, glaube ich, trotzdem im Soll, vor allem von dem Tabellenstand und von der Leistung waren sie auch ganz okay. Und jetzt kommen erst die ganzen Gegner, gegen die sie in der Hinrunde gewonnen haben, dass sie dann zu ihrem Höhenflug wieder gekommen sind. Und dann verlierst du gegen den FC Bayern, hältst sogar relativ gut mit und dann sagt man, ciao Martin, der Heiko macht's jetzt weiter. Und sehr verwunderlich, es mag sein, dass die Verantwortlichen vielleicht auch noch mehr wissen, dass der Trainer die, ich hoffe, sie wissen mehr, aber dass er vielleicht die Spieler nicht mehr erreicht oder vielleicht kommen die generell dann nicht so zurecht, haben andere Marschrouten, aber trotzdem überraschend für mich als Außenstehende. Ja, mei, irgendwann musst du halt reagieren, klar, nach einer Niederlage gegen Bayern, wo du ehrlich gesagt auch ganz gut gespielt hast, macht es jetzt nicht allzu viel Sinn, aber andererseits, ja, werden die schon, der Stefan Reuter wird schon einen Plan haben damit. Und jetzt fasse ich mir nochmal kurz hier ins Ohr, es juckt, aber ich weiß auch nicht, warum es wahrscheinlich hier, bin ich einfach zu nervös vor diesem Spiel und hier würde ich auch eher fast drauf setzen, dass die Wolfsburger ihre, ja, Form ist jetzt auch zu viel gesagt, aber zumindest im Vergleich zu den Augsburgern haben die ja wirklich sich nicht viel zu Schulden kommen lassen. Ne? Hier sieht, die haben immerhin gegen Leipzig einen Unentschieden rausgeholt und gegen die Berliner Union in, bei den Eisernen. Naja, also formmäßig brauchen wir da, wie wir das jetzt hier schon bei der Performance gesehen haben, aus den letzten 5 Spielen, nicht drüber reden, wer hier die Hosen anhat. Aber ist die Frage, was dieser Herrlich denn in kurzer Zeit bewirken kann? Ich würde mal sagen, relativ wenig. Ich würde hier auf die Asian Handicap-Quoten schauen und die sind auch in dem Bereich von 1,7 bei Asian Handicap 0 auf Wolfsburg. Gefällt dir Wolfsburg als Asian Handicap 0 besser als Gladbach? Ja, also auf jeden Fall hätte ich da ein ganz gutes Gefühl, aber es ist halt Trainerwechsel. Vielleicht sorgt der Herrlich auch dafür, dass wieder gestürmt wird in Augsburg. Da fallen ja immer ganz gerne Tore. Kann ich dir auch zeigen, die Over-Under. Handabstand hier. Aber wir sind ja hier 30, 40 Kilometer auseinander ungefähr. 2,5 Tore. Das finde ich schon eine gute Quote. Ja, das ist es. Weil das würde, ich sag mal so, das unterstützt auch deine Idee mit Wolfsburg, weil wenn Wolfsburg gewinnt, dann gewinnen die 2-1. Ja, easy. Das ist eine gute Wette. Bei einer Quote von 1,85 kann man die auch, absolut mitnehmen. Sind keine Mannschaften, die das Tor nicht treffen. Im Gegenteil, die schießen gerne Tore und dann passt das auch. Und dann haben wir noch eine Partie hier unten drunter mit Bremen gegen Leverkusen. Ist das sogar ein Montagsspiel oder was? Ja. Und dann muss man sich auch wundern, wie diese Quoten zustande kommen. Macht wenig Sinn. Bremen mit dem absoluten Rücken zur Wand trifft auf eine echt heiße Mannschaft von der Form her. Sagt man ja im amerikanischen Sport, ein kaltes Team und ein heißes Team treffen hier aufeinander. Und trotzdem hat dieses heiße Team, dieses Leverkusen, hier nur eine Quote von 1,9. Hier müsste man, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach auf Leverkusen setzen. Egal, was man hier hineininterpretieren könnte. Man macht bei der Quote nichts verkehrt. Jetzt kommt der Bremen-Fan noch zu Wort. Ja, wundert mich auch. Also ich würde der Bremen gönnen, dass sie es jetzt endlich mal schaffen, aber die Quoten machen keinen Sinn. Und wenn man so einen Quotenfehler in Anführungsstrichen findet, dann kann man schon mal drauf setzen. Bremen hätte es fast gegen Hertha geschafft, aber es ist halt immer noch Hertha. Und wie du schon sagst, Leverkusen spielt um was in dieser Saison und die sind mega gut in Form. Und da lohnt es sich auf jeden Fall drauf zu setzen. Und wir haben oft genug nicht gegen Bremen gesetzt, obwohl wir es hätten machen müssen, zuletzt auch im DFB-Pokal wieder, weil du ein Veto eingelegt hast. Jetzt wird es wahrscheinlich genauso laufen, dass sie jetzt endlich das raushauen, was man von ihnen erwartet hat. Aber wie gesagt, bei der Quote, selbst wenn Bremen das gewinnen sollte oder es unentschieden ausgeht, macht man bei der Quote nichts verkehrt. Denn ein einzelnes Spiel entscheidet nie über
irgendwas. Also ich habe auch ein interessantes Zitat gelesen unter der Woche, dass wenn du dich emotional über einen Verlust ärgerst, dann hast du einfach zu viel gesetzt. Das habe ich ja selber schon oft gesagt. Man soll immer nur so viel setzen, dass man sich halt nicht über den Verlust einer einzelnen Wette ärgern muss, weil im Endeffekt musst du deine Bankroll einfach durch 100 teilen und dann hast du halt 100 Wetten, die alle irgendwo gewonnen oder verloren werden können, aber am Ende hast halt hoffentlich mehr gewonnen als verloren und dann Plus gemacht. Aber von einer einzelnen Wette darf man nie irgendwas abhängig machen. Und Glück und Pech, das ist nur was Leute als Ausrede nehmen dafür, dass sie halt einfach entweder zu viel gesetzt haben, dass sie zu wenig Erfahrung haben, zu wenig Wetten abgeben insgesamt. Und naja, wie gesagt, im Endeffekt immer lieber weniger setzen und dann weniger jammern. Genau. Und Glück und Pech trotzdem gehört halt dann zum gleicht sich irgendwann aber dazu aus. Das war meine Intention. Ah, das gefällt mir sehr gut. Dann fassen wir nochmal zusammen. Wir haben ein paar Wetten gespielt oder haben die vorzuspielen. Und eine dieser Wetten ist Mainz in Köln, Sieg oder Unentschieden. Mhm. Dann die Schalker könnten vielleicht eine Überraschung reißen in Dortmund, aber da wetten wir nicht drauf. Auch bei Leipzig-Freiburg haben wir keine Wette. Hoffenheim-Berlin, hättest du eine Halbzeit 1 für Hoffenheim, würde ich aber auch nicht. Hier aber bei Bayern, Bayern Asian Handicap -2 bei Berlin, Quote 2,11 bei einem Anbieter. Quoten vergleichen lohnt sich hier bei Otspedia immer. Und bei Augsburg gegen Wolfsburg über 2,5 Tore für eine Quote von 1,88. Und die vierte Wette, die darfst du noch sagen? Leverkusen-Sieg bei Bremen. Also gerade dieser Leverkusen-Sieg und diese Over 2,5 auf Augsburg, aber auch die Bayern-Wette. Also aus diesen drei habe ich ein gutes Gefühl. Wollte schon fast wieder das Wort mit S sagen, aber das verkneife ich mir gerne wieder. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, in erster Linie gute Besserung oder überhaupt bleibt gesund. Und was dann fußballerisch noch auf uns zukommt, das sehen wir und liegt nicht in unserer Hand. Aber macht's gut und bis bald. Wascht die Hände.